Es ist gut, eure lächelnden Gesichter zu sehen. I'm sure you have come over here this evening expecting. Ich bin mir sicher, ihr seid heute Abend mit Erwartungen gekommen. Expecting that your health problems can find help using natural means. Mit der Erwartung, dass eure Gesundheitsprobleme Hilfe bekommen können durch natürliche Heilmittel. For those of you who have just come here for the first time, die einen von euch, die heute Abend zum ersten Mal an den Vorträgen teilnehmen, my name is Melbourne Laing and I'm a naturopath. Denen möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Melbourne Laing und ich bin ein Naturheilarzt. My wife, Mrs. Laing. Meine Frau ist Mrs. Laing. She can know. She knows how to introduce herself. Also mein Name ist Priscilla Laing und ich bin Gesundheitsmissionarin. And we both work together. Und wir beide arbeiten zusammen. Cannot be separated. Wir können nicht getrennt werden. This evening we will be talking about high blood pressure. Heute Abend sprechen wir über hohen Blutdruck. Is there a natural way to remedy high blood pressure? Gibt es da Naturheilwege, um hohen Blutdruck zu heilen? Is there a cheaper way to deal with this problem? Gibt es kostengünstigere Möglichkeiten, um gegen dieses Problem anzugehen? Because we understand that using drugs to for any cases or health cases. Denn wir verstehen, dass der Medikamentengebrauch there are side effects. Genauso Nebenwirkungen mit sich zieht. And I have spoken with many people who complain about that. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sich gerade über diese Nebenwirkungen beschweren. And since I'm working with medical missionary using natural remedies. Und weil ich als ein Gesundheitsmissionar arbeite und natürliche Heilmittel gebrauche, they would ask me, is there a natural way to help high blood pressure? Dann würden mich solche Menschen fragen, ja, gibt es denn irgendetwas unter den Naturheilmitteln, die dem hohen Blutdruck Abhilfe schaffen können? And they say, is it guaranteed? Und dann sagen sie meistens, ist es garantiert? Then I ask them back, is it guaranteed for you to use a guaranteed help when you use drugs? Und dann stelle ich ihnen eine Gegenfrage und sage, ja, wenn ihr Medikamente benutzt, ist es dann garantiert, dass ihr geheilt werdet? You see, many people have a total misconception of how natural remedies work. Wir sehen, dass viele Menschen ein völlig falsches Verständnis haben über die Wirkungsweise von Naturheilmitteln. They thought that when we talk about natural remedies, we are talking about herbs, magical herbs. Sie denken, wenn wir über Naturheilmittel sprechen, dass es sich dann um magische Kräuter handelt. They think that there is or there are herbs out there that can work out magical effect. Diese einen Menschen glauben, dass es da draußen irgendwo ein paar magische Kräuter gibt, die was Wundersames verbringen können. That upon usage or upon use, high blood pressure will just vanish. Dann der hohe Blutdruck einfach sofort weggeht. Ladies and gentlemen, that is a misconception, and this is what we are trying to clear up tonight. Aber Damen und Herren, das ist ein falsches Verständnis, und darauf möchten wir heute Abend eingehen. Now, I've always emphasized that I am not a healer, and no doctor should claim that. Ich sage immer wieder, dass ich nicht der eine bin, der heilen kann, und kein Arzt sollte das in Anspruch nehmen. Especially if they are Christian. Besonders wenn dieser Arzt ein Christ ist. In my hand is a Bible. In meiner Hand halte ich eine Bibel. The Bible says in Exodus chapter 15 and verse 26.
Und die Bibel sagt im 2. Mose Kapitel 15 Vers 26. And steadily thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes. I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord. 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26, da heißt es, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. The Bible says that I am the Lord that healeth me. Die Bibel sagt, dass der Herr der eine ist, der heilt. And since I'm a Christian, I truly believe this. Und weil ich ein Christ bin, schenke ich dir meinen vollen Glauben. Therefore, I cannot claim any power to heal. Deshalb kann ich gar nichts in Anspruch nehmen, das und sagen, dass ich heilen könnte. Those herbs that I use to help those with high blood pressure are not even created by me. Diese Kräuter, die ich einsetze, um Menschen zu helfen, die an hohem Blutdruck leiden, die habe nicht ich geschaffen. And so tonight, before we go any further, we would like to invite this God that heals diseases. Also bevor wir heute Abend weiter in unserem Vortrag vorangehen, möchten wir diesen einen Gott, der Krankheiten heilen kann, einladen. Our Heavenly Father, unser himmlischer Vater, you are the healer. Du bist der eine, der heilen kann. We praise you for this promise. Und wir preisen dich für diese Verheißung. That when we obey your laws and your statutes, dass wenn wir deinen Gesetzen und Satzungen folgen, that you will heal us from our diseases, dass du uns dann heilen willst von allen unseren Krankheiten. Forgive us where we have failed you in this regard. Bitte vergib uns, wo wir an dir gefehlt haben in diesem Bereich. And grant us your grace that we will be empowered or strengthened to do what is right. Und bitte gewähr uns deine Gnade, dass wir die Kraft haben, das Richtige zu tun. Grant us wisdom that we may understand tonight's presentation. Gewähre uns Weisheit, dass wir den Vortrag von heute Abend verstehen können. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. High blood pressure. Hoher Blutdruck. What is it? Was ist es? Now I'm not going to dwell too much on the science of what it is. Ich werde jetzt nicht zu tief in die Wissenschaft hineingehen, was es wirklich ist. Because most people know about high blood pressure. Denn die meisten Menschen wissen Bescheid über hohen Blutdruck. But I will highlight some very important things about what causes high blood pressure. Aber ich werde ein paar ganz wichtige Punkte herausheben in Bezug darauf, was hohen Blutdruck verursacht. Ladies and gentlemen, high blood pressure is caused by poorly managed lifestyle. Damen und Herren, der hohe Blutdruck wird durch einen schlecht geführten Lebensstil verursacht. Let me repeat it one more time. Ich möchte das noch einmal wiederholen. It is due to poorly managed lifestyle. Die Ursache finden wir in einem schlecht geführten Lebensstil. You do not have high blood pressure because you are lacking of high blood pressure pills. Man bekommt nicht hohen Blutdruck, weil es uns an Blutdruckmedikamenten mangelt. Is that clear? Ist das klar? But here is a definition. A definition for how high blood pressure occurs as a result of poor lifestyle. Hier sehen wir eine Definition, wie es zu hohem Blutdruck kommt, aufgrund von einem schlecht geführten Lebensstil. It is taken from the book Ministry of Healing, page 127 in the English edition. Dieses Zitat kommt aus einem Buch Fußspuren des großen Arztes.
If you are interested, 527 in the English Ausgabe. If you are interested to have this, come and talk to me or Mrs. Laing or even the pastor of this church. Wenn ihr daran interessiert seid, dieses Buch zu bekommen, dann dürft ihr gerne uns ansprechen oder den Prediger dieser Gemeinde. This is a wonderful book. Das ist ein wunderbares Buch. And by reading this book, many, many people have been helped with their health. Und viele Menschen wurden in ihrer Gesundheit gestärkt und fanden Hilfe, als sie dieses Buch gelesen haben. Those that have it but never read it, you have missed a lot of blessings. Diejenigen, die dieses Buch haben, aber es nie gelesen haben, die haben wohl sehr viele Segnungen verpasst. Disease, the definition is of disease is such. Die Definition der Krankheit oder des hohen Blutdrucks ist wie folgt. Disease is an effort of nature. Krankheit ist eine Anstrengung der Natur, to free the system from conditions, den Körper von Zuständen zu befreien, that result from a violation of the laws of health, die ein Resultat sind von einer Übertretung der Gesundheitsgesetze. So, if we substitute the word disease with high blood pressure, wenn wir dieses Wort ganz oben, also dieses Wort Krankheit mit hohem Blutdruck ersetzen, it will read something like this. Dann hört es sich wie folgend an. High blood pressure is an effort of nature. Hoher Blutdruck ist eine Anstrengung der Natur. Nature is referring to our body. Und die Natur bezieht sich auf unseren Körper. So the body is making an effort. Also der Körper strengt sich an, to free the system, sich von, that system is referring again to our to the functions of how our physical works. Also es geht darum, dass der Körper von etwas befreit werden soll. It describes about the anatomy physiology, the system of the anatomy physiology. Es geht um die Anatomie und Physiologie unseres. And so the body is trying to free this anatomy and physiology. Unser Körper versucht, sich zu befreien from condition, von Zuständen, that result from a violation of the laws of health, die ein Resultat von einer Übertretung der Gesundheitsgesetze sind. If we understand this deeply, wenn wir das gut verstehen, there is no diseases that cannot be reversed. Dann gibt es keine Krankheiten, die man nicht rückgängig machen kann. And what should we do? Was sollen wir tun? In the case of sickness, im Fall von Krankheit, such as hypertension, wie zum Beispiel hoher Blutdruck, the cause should be ascertained. Sollte die Ursache sichergestellt werden. Now it did not say the symptoms shall be ascertained. Es heißt hier nicht, dass die Symptome sichergestellt werden sollen. It is the cause. Sondern es heißt die Ursache. What was the cause? Violation of the laws of health. Und was ist die Ursache? Eine Übertretung der Gesundheitsgesetze. That's the cause. Das ist die Ursache. Now what are the laws of health, you might ask? Was sind die Gesundheitsgesetze, mögt ihr euch fragen? I've mentioned last night about the 8 laws of health. Ich habe gestern Abend etwas erwähnt über die 8 Gesundheitsgesetze. And to make it easy, I will put it under the acronym of New Start. Und um es einfach zu machen, ich habe so ein Synonym, ein Wort dafür, das heißt New Start. N stands for nutrition. N steht für Ernährung. E stands for what? E steht für was? Exercise. Bewegungsübung. And W stands for water. W steht für Wasser. X stands for sunlight. S steht für Sonnenschein. T stands for temperance. T steht für Mäßigkeit. A stands for air. A steht für frische Luft. R stands for rest. R steht für Ruhe. And
the last T stands for trust in divine power. Und das letzte T steht für Vertrauen in göttliche Kraft. These are the eight laws of health. Das sind die acht Gesundheitsgesetze. If you break one or more of these eight laws of health, wenn wir nur eines oder mehrere von diesen acht Gesundheitsgesetzen brechen, it will show symptoms. Dann wird es Symptome zeigen. Such as high blood pressure. Wie zum Beispiel hoher Blutdruck. Are you with me? Könnt ihr mir folgen? How can a wrong diet, wrong nutrition contribute to high blood pressure? Wie kann eine falsche Ernährung zu hohem Blutdruck zufügen? How can the lack of exercise lead to high blood pressure? Wie kann ein Mangel an Bewegungsübung zu hohem Blutdruck führen? How can the lack of water or dehydration cause high blood pressure? Wie kann ein Wassermangel zu hohem Blutdruck führen? How can the lack of sunlight cause high blood pressure? Wie kann der Mangel an Sonnenlicht zu hohem Blutdruck führen? How can intemperance cause high blood pressure? Wie kann Unmäßigkeit zu hohem Blutdruck führen? Or inhaling polluted air cause high blood pressure? Verschmutzter Luft zu hohem Blutdruck führen. Or the lack of rest or the lack of sleep cause high blood pressure. Ein Mangel an Ruhe oder Schlaf, wie kann das zu hohem Blutdruck führen? How can the lack of trust or faith in God cause high blood pressure? Wie kann denn ein Mangel an Vertrauen in Gott zu hohem Blutdruck führen? These are the questions that we will answer tonight. As simple and as clear as possible. Das sind diese Fragen, die wir heute Abend so einfach und so klar wie möglich beantworten werden. So, and so it says that the condition should be ascertained. The cause should be ascertained. Also es heißt, die Ursache sollte sichergestellt werden. It simply means for us to know which of these eight laws of health that had caused this problem. Das bedeutet ganz einfach, dass wir herausfinden müssen, welches dieser acht Gesundheitsgesetze übertreten wurde, was dann zum Problem geführt hat. Unhealthful conditions should be changed. Ungesunde Zustände oder Gewohnheiten sollten verändert werden. Condition in your lifestyle must be changed. Ja, Gewohnheiten müssen verändert wrong werden. Wrong habits corrected. Falsche Gewohnheiten müssen korrigiert werden. Sometimes we have habits, bad habits, that leads that causes us to break the eight laws of health. Manchmal haben wir schlechte Gewohnheiten, die uns dazu bringen, die acht Gesundheitsgesetze zu brechen. Which will cause many diseases, and one of them is high blood pressure. Was zu vielen Krankheiten führen kann, und eine davon ist zu hoher Blutdruck. And then it says, then nature is to be existent in her effort to expel impurities. Dann heißt es weiter, dass der Natur oder dem Körper Unterstützung geleistet werden soll, um ihre Unreinheiten auszuscheiden. And to establish right conditions in the system. Und um wieder einen optimalen Zustand im Körpersystem herstellen zu können. Now let's talk a little bit about blood. Lasst uns ein bisschen über das Blut sprechen. The blood basically performs two functions. Das Blut führt grundsätzlich zwei Funktionen aus. The problem with blood pressure is not only lies on the blood, but is it helpful for us to understand the anatomy, physiology of blood. Also beim Blutdruck geht es nicht nur ums Blut, aber trotzdem ist es wichtig für uns, die Zusammensetzung des Blutes ein bisschen zu kennen. The first function of the blood is that it transports oxygen. Die erste Funktion des Blutes besteht darin, dass es Sauerstoff transportiert. And food molecules, ions,
Ionen, Abfallstoffe und Hormone. So in short, it has to do with transporting these things in our body. Also kurz gesagt, das Blut besitzt die Aufgabe eines Transporteurs. Secondly, it distributes heat. Zweitens verteilt das Blut Körperwärme. All right. Now, the blood is basically about 8% of our body weight. Unser Körper besteht zu 8% aus Blut, also 8% unseres Körpergewichtes. And you have an average about 5 liters of blood in your body. Und ein durchschnittlicher Erwachsener besitzt ungefähr 5 Liter Blut. Now, I do not want you to miss the last one here. Ich möchte, dass ihr das, den letzten Punkt nicht verpasst. Plasma or the red blood cells is about 92% water. Das Blutplasma besteht ungefähr zu 92% aus Wasser. Not 92% coffee. Nicht aus 92% Kaffee. Not 92% tea. Nicht aus 92% Tee. Not 92% juices. Nicht aus 92% Säften. Okay, make that one very clear. Also das sollte ganz klar sein. Or not 92% Coca-Cola, that's right. Nicht 92% Coca-Cola, genau. Alright, remember this. Also bitte denkt daran. Each blood cell is about 1/3 of the hemoglobin. Jedes einzelne rote Blutkörperchen besteht ungefähr zu einem Drittel aus Hämoglobin. And 8-10% of the blood is made of proteins such as albumin, globulin and fibrinogen. Und 8-10% der roten Blutkörperchen bestehen aus Proteinen, wie zum Beispiel Albumin, Globulin und Fibrinogen. In other words, whatever you eat, you make sure that it is rich of protein that will help you form a good, healthy blood. In anderen Worten, was auch immer wir essen, wir sollten gute Proteine bekommen, die uns helfen, ein gesundes Blut zu bilden. Now, let us understand. What is high blood pressure? Really? Jetzt möchten wir verstehen, was hoher Blutdruck eigentlich wirklich ist. I already mentioned that it has something to do with breaking the eight laws of health. Ich habe schon erwähnt, dass es etwas damit zu tun hat, dass die 8 Gesundheitsgesetze gebrochen wurden. And due to this mismanagement of our lifestyle. Und aufgrund dieses falsch geführten Lebensstils. It causes the walls of the blood vessels. Führt es dazu, dass diese Wände der Blutgefäße to constrict. Sich zusammenziehen. It causes something is causing the red the walls of the arteries and the blood vessel to somehow lose its elasticity. Etwas führt dazu, dass diese Blutgefäßwände ihre Elastizität verlieren. And so when the heart pumps the blood through these blood vessels, und wenn dann das Herz das Blut durch diese Blutgefäße hindurch pumpen muss, it has to fight against the tension. Dann muss das Herz ganz stark gegen diese Spannung ankämpfen. Because the blood vessel has constricted. Weil die Blutgefäße sich zusammengezogen haben. Do you understand that? Ist das gut verständlich? And this battle against this inflexible walls of the blood vessels. Und dieser Kampf gegen diese unflexible Blutgefäßwände causes this pressure in the system to increase. Führt dazu, dass der ganze innere Druck sich erhöht. Is that simple enough to understand? Ist das einfach genug, um zu verstehen? So the question here is, what is causing the tissue of on the blood vessels to lose its flexibility? Also die Frage ist, die wir uns stellen, was führt dazu, dass diese Blutgefäßwände ihre Flexibilität verlieren? Is that a good question? Ist das eine gute Frage? Alright, so
Perhaps you're asking, okay, how do I know that I have got high blood pressure? Vielleicht stellt ihr euch auch die Frage, wie kann ich denn wissen, dass ich zu hohem Blutdruck habe? Now if you have this spectrometer, this blood pressure cuff, wenn ihr ein Blutdruckmessgerät zu Hause habt, you look at this reading with the systolic, which is the first beat, and the diastolic, the second beat. Dann könnt ihr die systolische Lesung, welches den ersten Herzschlag darstellt, betrachten und die diastolische Lesung, was den zweiten Herzschlag darstellt, genauso beobachten. The optimal reading is 120 systolic, 80 diastolic. Der optimale Blutdruckwert befindet sich auf 120 über 80. If you find that your reading is between 120 to 129 systolic, 81 to 84 diastolic, that's okay, that's all right. Wenn ihr bemerkt, dass euer Blutdruck sich auf 120 bis 129 befindet, das ist der systolische Wert, und wenn der diastolische Wert sich auf 81 bis 84 befindet, dann ist das noch okay. Then what happens if you find that the reading is between 130 to 139 systolic, 85 to 89 diastolic, that is okay, but do something about it already. Und wenn ihr feststellt, dass der systolische Wert sich zwischen 130 bis 139 aufhält und der diastolische Wert zwischen 85 bis 89 befindet, dann ist das noch halb okay, aber man muss schon etwas unternehmen. You must not wait for the reading to go 140, 159 systolic and 90 to 99 diastolic. Don't wait till it go there. Also bitte wartet nicht, bis euer Blutdruck sich auf 140 bis 159 befindet und der diastolische Wert zwischen 90 bis 99. Why? Warum sollt ihr nicht so lange warten? Because prevention is better than cure. Weil Vorbeugen ist besser als Auskurieren. A drop of prevention is better than a bucket of treatment. Ein Tröpfchen Vorbeugung ist besser als ein ganzes Meer von Kuren. Have you heard of that? Von Behandlungen. Habt ihr das schon einmal gehört? We call this wisdom. Das nennen wir Weisheit. Alright, I don't want to mention anything below that because it's already too dangerous. Ich möchte gar nicht weitergehen, weil die anderen Werte sind sowieso zu hoch und viel zu gefährlich. I have a lot of friends who are doctors in the allopathic and also surgeons. Ich habe viele Freunde aus dem schulmedizinischen Bereich, auch Chirurgen. And my friends will tell me, und meine Freunde sagen mir, that the older folks, you know, it is not strange for them to have a slightly higher reading than the younger ones. Sie sagen mir, dass es bei älteren Menschen gar nichts Schlimmes ist, wenn sie ein bisschen eine höhere Blutdrucklesung haben als jüngere Menschen. And this is what they have been teaching or educating people. Und so wurden die Menschen weit und breit gelehrt. Ladies and gentlemen, there is a misunderstanding here. Aber Damen und Herren, da gibt es ein fehlendes oder mangelndes Verständnis. This is not how God has designed our bodies. So hat Gott unseren Körper nicht gedacht. So that if we remain healthy, if we manage our lifestyle well, das heißt, wenn wir unseren Lebensstil gut führen, even if you turn 70, even 90 years old, even 100, wenn wir 70, 90 oder sogar 100 Jahre alt wären, your blood pressure should be at optimum, right here. Dann kann der Blutdruck im Optimalbereich sein, ganz oben auf 120 über 80. You may say, oh, I never heard of that. Dann sagt ihr vielleicht, ja, das habe ich aber noch nie gehört. As a physician, I have met a lot of people. Als ein Doktor habe ich viele Menschen getroffen. And I checked blood pressure on a very healthy 90-year-old. Und ich habe den Blutdruck geprüft an einer
sehr gesunden 90-jährigen alten Patientin. Who has been very strict with obeying the 8 laws of health. Sie war nicht wirklich eine Patientin, denn sie war ganz streng mit den 8 Gesundheitsgesetzen. And the reading was this. Und sie hatte diese optimale Lesung. If you obey the 8 laws of health, it is possible to maintain your blood pressure at this figure. If it goes high a little bit, it goes this figure, but it's within this region. Wenn wir den 8 Gesundheitsgesetzen folgen, dann ist es möglich, auch in hohem Alter einen optimalen Blutdruckwert zu haben. Höchstens würde dann sich auf 120 bis 129 und 81 bis 84 befinden. I did not only check one. Ich habe nicht nur eine ältere Person geprüft, I found several of them. Sondern verschiedene. But of course, most people, they are not strict enough. Aber natürlich ist es so, dass die meisten Menschen nicht streng genug sind, to follow or to base their lifestyle on the 8 laws of health. Strictly. Ihren Lebensstil vollständig auf die 8 Gesundheitsgesetze zu stützen. And let me just say one point which is very important. Ich möchte nur einen Punkt erwähnen, der sehr wichtig ist. This has a lot to do with your diet and hydration. Es hat ganz viel mit unserer Ernährung und mit unserer Wassereinnahme zu tun. I will repeat this point more in detail later. Und auf diesen Punkt werde ich später noch in die Tiefe eingehen. Alright, what are the primary causes for high blood pressure? Was sind die primären Ursachen für hohen Blutdruck? Now we have here drinking alcohol. Da haben wir Alkohol trinken. That's a no-no. Das ist ein absolutes Nein. If you already have high blood pressure, do not drink alcohol. Wenn ihr schon an zu hohem Blutdruck leidet, dann bitte trinkt kein Alkohol. If you want to prevent yourself from getting high blood pressure, do not touch this substance. Wenn ihr euch schützen wollt vor hohem Blutdruck, dann berührt dieses Getränk nicht. Alcohol is not only obtainable from bottles. Alkohol können wir nicht nur aus Flaschen bekommen. It can also be produced in your intestine. Sondern Alkohol kann genauso in unserem Magen-Darm-System produziert werden. If you're not careful with the way how you eat and what you eat. Wenn wir nicht vorsichtig sind mit dem, wie wir essen und was wir essen, you can produce alcohol in your stomach. Dann können wir Alkohol in unserem Magen produzieren. I'll talk more about that later. Darauf werde ich später zu sprechen kommen. Remember, this is a primary cause for hypertension. Denkt daran, das sind primäre Ursachen für zu hohen Blutdruck. The second is dehydration. Der zweite Punkt ist Wassermangel. Many people are as dehydrated as the wilderness, the desert. Viele Menschen sind so ausgetrocknet wie die Wüste. And let me ask a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. How many percent of water is found in the blood? Wie viele Prozent Wasser befinden sich in unserem Blut? Exactly right. Genau richtig. So what if we do not drink enough water? Also was ist, wenn wir nicht genügend Wasser trinken? According to your body weight. So wie es unser Körpergewicht verlangt. You have the answer in your heart, right? Dann habt ihr die Antwort schon, nicht wahr? Now, if someone is sedentary, having a sedentary life, meaning that he or she is not active, like this cat here. Wenn jemand ein bequemes Leben führt, wie diese Katze da oben und immer inaktiv ist. Lazy, not exercising. Faul, keine Bewegungsübungen machen. What will the effect of the blood circulation? Wie wird sich das dann auf die Blutzirkulation auswirken? What will be, how would be the quality of the red blood cell? Wie wird es dann mit der Qualität der roten Blutkörperchen stehen? Exercise
lack of exercise can cause hypertension. Ein Mangel an Bewegungsübungen kann zu hohem Blutdruck führen. Obesity. Fettleibigkeit. Can cause hypertension. Kann zu hohem Blutdruck führen. I will explain a little bit later. Und darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Coffee intake. Kaffee trinken. Now please tell me, what is in the coffee that can cause high blood pressure? Bitte sagt mir, was befindet sich im Kaffee, das zu hohem Blutdruck verursachen kann? Kaffee. Kaffee, that's right. Koffein. Now what does caffeine do? Genau, was macht der Koffein? Noch einmal. It is diuretic. Es wirkt diuretisch, also ausschwemmend. That's one of the effect of caffeine. Das ist eines der Effekte des Koffeins. Okay, it is also a stimulant. Koffein ist auch ein Stimulant. But it can cause you to lose water. Und es führt genauso dazu, dass wir viel Wasser verlieren. Double the amount that you drink. Es ist sogar doppelt die Menge, die wir trinken. Do you understand that? Ist das verständlich? And when you are losing a lot of water, what will happen to your blood? Wenn wir viel Wasser verlieren, was geschieht dann mit unserem Blut? Exactly right. Genau richtig, es wird dicker. Exactly right. Alright. Stress. Stress? How can stress cause hypertension? Wie kann Stress zu hohem Blutdruck führen? I will explain that later. Okay? But stress can cause hypertension. Darauf werde ich später zu sprechen kommen, aber was ich jetzt einfach mit euch teilen möchte, ist, dass Stress hohen Blutdruck verursachen kann. Using a lot of salt in your food. Hoher Salzkonsum. Combined with not drinking enough water. In Kombination mit zu wenig Wasser trinken. Can cause hypertension. Das kann zu hohem Blutdruck führen. In consuming high fatty acid. I'm sorry, fatty food. Eine fettige Nahrung verzehren. That can also cause hypertension, similar to obesity. Das kann genauso zu hohem Blutdruck führen, sehr ähnlich wie Fettleibigkeit. Smoking. Rauchen. Can also cause hypertension. Kann genauso zu hohem Blutdruck führen. Or being around people who smoke. Genau, Passivraucher. Alright, that can cause hypertension as well. Das kann genauso zu hohem Blutdruck führen. Why? Warum? What will the heat do to the water in your lungs? Was macht eigentlich diese Hitze, die inhaliert wird, in unserem Körper, in unseren Lungen? It causes the water to turn into steam. Es führt dazu, dass dieses Wasser, das sich in unseren Lungen befindet, verdampft. Is that making sense? Ist das gut verständlich? This is how you lose water. Und so verlieren wir Wasser. Alright, just in case, just to make sure that you still remember, how many percent of water is in your blood? Ich möchte nur sicherstellen, ob ihr euch immer noch daran erinnert, wie viele Prozent Wasser befindet sich in unserem Blut? Aha! I'm actually making a point by asking you this question. Also sehr gut, ich möchte einen Punkt damit machen, wenn ich euch diese Frage stelle. So when you walk out from this building, you will say, my blood has 92% water. I must drink. Genau, wenn ihr aus diesem Gebäude herausgeht, dann werdet ihr daran denken und sagen, mein Blut besteht zu 92% aus Wasser. Ich muss Wasser trinken. My blood has 92% water. I must not drink alcohol or coffee. Mein Blut besteht zu 92% aus Wasser. Ich soll keinen Kaffee und keinen Alkohol trinken. Okay, so what should we do? Also, was sollen wir tun? Now, see, when someone comes to us for their high blood pressure, wenn jemand zu uns kommt wegen hohem Blutdruck, first thing we will do, we will ask them to do is to educate them in the area of eating pattern. Als erstes werden wir
Most people who are suffering from hypertension, they did not manage their eating, their diet properly. Die meisten Menschen, die an hohem Blutdruck leiden, die haben normalerweise Probleme mit ihrem Essverhalten. A lot of them eat cooked food. Die meisten essen zu viel gekochte Nahrung. And eating too much cooked food. Und wenn man zu viel gekochte Nahrung isst, which usually is spiced rather a lot, welche normalerweise eher stark gewürzt ist, can actually give a diuretic effect in the body. Es kann dem Körper einen diuretischen Effekt verleihen. And most of the time, the cooked food, und meistens ist es so, has a lot of the enzymes destroyed. Dass bei der gekochten Nahrung die lebendigen Enzyme zerstört worden sind. As well as the antioxidant properties of the food. Und genauso werden beim Kochen die antioxidantischen Eigenschaften zerstört. Now you will find that this point about the antioxidant more important as we progress in this presentation. Während im Verlauf dieses Vortrags werdet ihr feststellen, wie wichtig Antioxidantien sind. So we would, if Mrs. Jones would come to our place, we would say, Mrs. Jones, we recommend you to eat 60% raw. Sagen wir mal, Mrs. Jones kommt zu unserem Gesundheitscenter mit hohem Blutdruck, dann würden wir ihr raten, Mrs. Jones, essen Sie 60% Rohkost. And usually when Mrs. Jones hears this, they'll just hang their head. Und normalerweise, wenn Mrs. Jones so etwas hört, dann würde sie ihren Kopf hängen lassen. Oh no. Oh nein. I love my pizza. Ich liebe doch meine Pizza. But if they love the pizza more. Aber wenn sie ihre Pizza mehr lieben. Does that mean that they love the hypertension as well? Bedeutet das dann, dass sie genauso ihren hohen Blutdruck lieben? Because those who eat too much pizza may contribute to the hypertension. Die einen, die zu viel Pizza essen, die können einiges ihrem Gesundheitsproblem beileisten. Especially if the pizza contains a lot of cheese. Besonders wenn die Pizza reich an Käse ist. So we recommend you to have 60% raw. Also raten wir Ihnen 60% Rohkost. Prepare it with varieties of vegetables. Und zwar sollte sie aus einer reichen Vielfalt bestehen. But do not mix vegetables and fruits together. Never. Aber Gemüse und Früchte sollten nie gemischt werden. Because combining fruits and vegetables together can produce fermentation in the intestine. Weil wenn Gemüse und Früchte miteinander kombiniert werden, dann kann das zu Fermentationen im Magen-Darm-Trakt führen. And when the fermentation happens in the intestine, you become alcoholic. Wenn so eine Fermentation im Magen-Darm-Trakt geschieht, dann werden wir zu einer Alkoholfabrik. And alcohol whether it's produced in your stomach or produced by the real public, it can cause, it is a dehydrant, it is diuretic. Und Alkohol im Allgemeinen, ob es jetzt von der aus der Industrie kommt oder ob der Alkohol in unserem Körper produziert wurde, er wirkt immer diuretisch und austrocknend. So my point is, do not mix vegetables and fruits together in the same meal. Was ich damit sagen möchte, ist ganz einfach, bitte mischt Früchte und Gemüse nicht, also esst es nicht zusammen in derselben Mahlzeit. But have you said why? Vielleicht sagt ihr ja, warum? Because most of the fruits contains higher fructose. Es ist auch so, dass die meisten Früchte viel Fructosezucker enthalten. And when this fructose will easily ferment.
und diese Fructose fermentiert sehr schnell. But I recommend that if you have high blood pressure, eat a lot of fruits in a different meal, separate meal. Aber ich rate bei hohem Blutdruck, dass viele frische Früchte gegessen werden sollen, aber zur eigenen separaten Mahlzeit. The fruits are contains rich in vitamins. Früchte sind sehr reich an Vitaminen. Which are antioxidants. Und reich an Antioxidantien. It's rich with phytochemicals. Reich an Phytochemikalien. They are also antioxidants. Phytochemikalien sind genauso Antioxidantien. They are also rich with live enzymes. Früchte sind auch reich an lebendigen Enzymen. And minerals. Und an Mineralien. Necessary for the for building good red blood cells and to replace those damaged or even dead cells in our body. All dies ist notwendig, um gesunde rote Blutkörperchen zu bilden und die beschädigten Zellen in unserem Körper zu ersetzen. God has created the vegetables and the fruits with healing properties in them. Gott hat Früchte und Gemüse so geschaffen, dass sie heilende Eigenschaften in sich halten. I also will recommend those who have hypertension to use a more brown rice and unrefined nuts and legumes. Die einen, die an hohem Blutdruck leiden, denen rate ich auch, Vollkorngetreide zu benutzen, Nüsse und Hülsenfrüchte. Because this also contains high in minerals. Weil diese enthalten auch einiges an Mineralien. And other elements that will be helpful to help you fight against hypertension. Und andere wichtige Elemente, die sehr hilfreich sind im Kampf gegen hohen Blutdruck. Notice that my presentation in this regard is not specific, they are general. Also ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich jetzt nicht in spezifische hineingehe, sondern eher mich generell ausspreche. For two reasons. Und dies ist aus zwei Gründen. Number one, most of you or perhaps already have this knowledge. Die meisten haben wahrscheinlich diese Information schon. Secondly, zweitens, time factor. Geht es um die Zeit? I cannot go too much in detail. Ich kann nicht zu sehr in Details gehen. But if you are interested for detailed study about these things, aber wenn ihr an einem Detailstudium in diesen Bereichen interessiert seid, there are books in many places that would provide with you this knowledge. Dann gibt es einige zu empfehlende Bücher. Or you can come for a short medical mission training. Ihr könnt zu uns nach Mittelsinn kommen, zu einer kurzen gesundheitsmissionarischen Ausbildung. Okay. Now we also recommend 40% good vegetarian diet for those who have hypertension. Wir raten auch im Fall von hohem Blutdruck eine 40%ige voll vegetarische gekochte Nahrung. We do not recommend any usage of any type of flesh. Or dairy products, to those who want to fight against hypertension. Wir empfehlen kein Fleisch und keine Milchprodukte. Okay. Now, I recommend those who have hypertension to use celery sticks. Die einen, die an hohem Blutdruck leiden, die sollten Selleriestangen essen. Five sticks of them a day. Und zwar 5 Selleriestangen pro Tag. Zweimal pro Tag. Preferably in juice form. Und natürlich am besten in der Form von Saft. Okay. You divide this amount into half and you juice it and take one portion in the morning and the other portion in the evening. Ihr könnt es euch aufteilen. Ein Teil des Saftes am Morgen. Why? Warum so? This vegetable contains a phytochemical called 3N butyl fertilizer. Diese Gemüsesorte
Sort enthält ein Phytochemikal mit dem Namen 3N-Butylphthalid. And it has been shown that it can lower down high blood pressure by 12%. Und es wurde in Forschungen bewiesen, dass dieses Phytochemikal oder dieses Gemüse fähig ist, den Blutdruck um 12% zu senken. If I have high blood pressure, I will not hesitate to use this. Wenn ich an hohem Blutdruck leiden würde, dann würde ich nicht zögern, das zu benutzen. The next one is garlic. Jetzt kommen wir zum Knoblauch. Perhaps many of you already know about this. Wahrscheinlich wissen schon viele von euch darüber Bescheid. But for those of you who do not, I would recommend 3 cloves of garlic 2 times a day. Die einen von euch, die darüber noch nichts gehört haben, denen möchte ich sagen, dass es gut ist, 3 Knoblauchzehen 2-mal pro Tag zu konsumieren. Garlic contains these phytochemicals. Knoblauch enthält folgende Phytochemikalien. Quercetin is anti-inflammatory. Quercetin, das wirkt entzündungshemmend. Sulfur, allyl, cysteine and allicin. Schwefel, allyl, cysteine und allicin. They contain antioxidant and detoxifying properties. Sie sind Antioxidantien und entgiften den Körper. Very good for those who have hypertension. Knoblauch ist sehr gut für Menschen, die an hohem Blutdruck leiden. How many of you know Kurkuma? Wie viele von euch kennen Kurkuma? Let me see the hand. Oh. Ah, a lot. Okay, doch einige. Did you know that Kurkuma is good to help those with hypertension? Wusstet ihr, dass Kurkuma sehr hilfreich ist bei hohem Blutdruck? Some of you may know. Manche vielleicht wissen es. I recommend this a lot. I mean, very much. Ich rate das sehr. Okay, so if someone comes to us saying that they need to take certain drugs to thin out the blood, wenn jemand zu uns kommt und sagt, dass sie oder er einiges an Blutverdünnungsmitteln benutzen muss, we usually would suggest or recommend Kurkuma for them to take the place of these blood thinning drugs. Dann empfehlen wir normalerweise Kurkuma anstelle dieser Blutverdünnungsmittel. The blood thinners can actually cause several side effects. Diese Blutverdünnungsmittel bringen verschiedene Nebenwirkungen mit sich. It burdens the liver. Erstens wird die Leber belastet. And it can cause gastric. Und es kann zu Magenentzündungen führen. Okay, aber dann use Kurkuma. Also ich benutze würde lieber Kurkuma benutzen. Well, you use it at the right dosages. Aber da muss auch die richtige Dosierung verwendet werden. I cannot give you the suggestion because each person has different needs. Ich kann euch leider von hier oben die Dosierung nicht geben, denn jeder Einzelne braucht eine andere Menge. We need to know your medical history. Dann müssen wir den medizinischen Hintergrund des Einzelnen kennen. Okay. Now, if I were you and I have hypertension, also wenn ich du wäre und ich an hohem Blutdruck leiden würde, I would use a lot of broccoli. Dann würde ich viel Brokkoli benutzen. Some people do not like broccoli, but for me, I love it. Manche Menschen mögen vielleicht Brokkoli nicht so gern, aber ich liebe es. It contains a lot of antioxidants. Der Brokkoli enthält viele Antioxidantien. To name a few, sulforaphane, brassin and others. Also sulforaphane, brassin, indolin und so weiter. Not only can help those that wants to fight hypertension. Brokkoli kann nicht nur denen helfen, die gegen hohen Blutdruck kämpfen wollen. It also can help for overall health. Sondern Brokkoli hilft einfach im Großen und Ganzen der Gesundheit. It also is rich in calcium. Und Brokkoli ist auch sehr reich an Kalzium. And chlorophyll. Und Chlorophyll. Alright, let's move on to the next one. Gehen wir zum nächsten. Some of you have seen this already from last night's presentation. Manche von euch haben dieses Gemüse oder Frucht schon gestern Abend gesehen. This is bitter melon.
Das heißt, die, is it a vegetable or fruit? Vegetable. Dieses Gemüse heißt bittere Gurke in Deutsch. It is rich in calcium, potassium. Sehr reich an Kalium. And it is known for its blood pressure lowering, or lowering of blood pressure. Und es ist sehr bekannt für seine Fähigkeiten, den hohen Blutdruck zu senken. Because it can assist the blood to get rid of excess sodium. Weil es dem Blut hilft, sich von überschüssigem Natrium zu befreien. If I were you, I would not hesitate to use this. Also wenn ich du wäre, dann würde ich gar nicht zögern, diese bittere Gurke zu verwenden. But the sad news is that most of this, vegetable is found in the tropics. Aber die traurige Nachricht ist, dass wir eigentlich dieses Gemüse nur in den tropischen Ländern finden. But you can also go to außer the Asian stores. Man kann es in den asiatischen Märkten bekommen. Sometimes they have it available in a dry form. Sie haben das auch in trockener Form erhältlich. It will also help, but not as good as the fresh. Es hilft auch, aber natürlich ist die frische Form noch effektiver. All right, Cayenne-Pfeffer. Cayenne-Pfeffer. Oh, Cayenne-Pfeffer is very good for high blood pressure. Cayenne-Pfeffer ist sehr gut bei hohem Blutdruck. I used it a lot. Ich habe es sehr oft eingesetzt. And many has been helped. Und es wurde vielen geholfen. It has this chemical called capsaicin. Cayennepfeffer besitzt ein Phytochemikal, das Capsicum heißt. And it helps the red blood cells to be thinner. Thinner, thin. The red blood cells? The capsaicin helps the red blood cells to be thin, thinner. Also der Cayennepfeffer hilft, dass die roten Blutkörperchen dünner. Was ich damit meine ist, it caused the red blood cells to separate, not sticking to each other. Aha. Dass also die roten Blutkörperchen nicht aneinander festkleben, sondern sich voneinander trennen und frei sich. When the red blood cells stick to each other, it gives you the thicker consistency. Weil wenn die roten Blutkörperchen aneinander festkleben, dann macht es das Blut dicker, also ja. And so the capsaicin also help the red blood cells to be more susceptible to absorb oxygen. Und der Cayennepfeffer hilft, dass die roten Blutkörperchen den Sauerstoff besser aufnehmen können. Okay, for the dosages, you can come and talk with us at personal level. Wenn ihr die Dosierung wissen möchtet vom Cayennepfeffer, dann dürft ihr nach dem Vortrag persönlich auf uns zukommen. Vitamin C. Vitamin C. It's very important to help those that have hypertension. Ist sehr wichtig, um solchen Menschen zu helfen, die an hohem Blutdruck leiden. Researchers from Boston University School of Medicine. Forscher von der Boston Universität der Schule der Medizin have done an experimentation. Die haben ein Experiment durchgeführt. And on the experiment is conducted on 39 patients. Und zwar haben sie dazu 39 Patienten with hypertension, die an hohem Blutdruck litten. And they gave 500 milligrams of vitamin C. Und sie haben 500 Milligramm Vitamin C bekommen. And after 1 month, und nach einem Monat, those that have taken these doses of vitamin C was found to have lower blood pressure. Wurde festgestellt, dass die einen, die Vitamin C beständig bekommen haben, einen niedrigeren Blutdruck hatten. Why? Warum war das so? Because vitamin C is an antioxidant. Weil Vitamin C ein Antioxidant ist. And I will explain it a bit later. Und ich werde später noch ein bisschen mehr erklären. I also recommend vitamin E. Ich empfehle auch Vitamin
both of these vitamins help increase the nitric oxide. Beide Vitamine helfen, den Nitratoxidspiegel im Körper zu erhöhen. Nitric oxide will be explained later. Ich werde später noch etwas zu Nitratoxid sagen. But exercising is one of the eight laws of health. Bewegungsübungen gehört zu den 8 Gesundheitsgesetzen. You see, no matter how much herbs and how much vitamin you take, es kommt gar nicht darauf an, wie viele Kräuter und Vitamine wir einnehmen. But if you do not apply the eight laws of health strictly in your lifestyle, wenn wir nicht alle Gesundheitsgesetze ganz streng beachten in unserem Leben, it will be like filling up a bottle with a hole at the bottom. Dann ist es gerade so, wie wenn man Wasser in eine Flasche einfüllt, die ein Loch hat. You see, the eight foundation of health, the eight laws of health is a foundation for these remedies. Wir sehen, dass die 8 Gesundheitsgesetze ein Fundament für diese Naturheilmittel sind. Do you understand that? Ist das gut verständlich? And so, let's talk a little bit about exercise. Also jetzt möchten wir ein bisschen über Bewegungsübungen sprechen. Those that are found to have high blood pressure and yet they actively exercise. Die einen, die hohen Blutdruck haben und aber aktiv Bewegungsübungen machen. They recover faster. Die erholen sich viel schneller. And in fact, it helps. The exercise itself helps in the cases of hypertension from between 19 to 30%. Und es wurde sogar erwiesen, dass wenn eine betroffene Person, die an hohem Blutdruck leidet, regelmäßig Bewegungsübungen macht, den Blutdruck um 19 bis 30% senken kann. Many exercises you could do. Es gibt verschiedene Bewegungsübungen, die man machen kann. Walking, brisk walking, cycling, swimming. Man kann schnell marschieren, Fahrrad fahren, schwimmen. Working in the garden. Im Garten arbeiten. This is also one very good exercise. Das sind ein paar ganz gute Bewegungsübungen. But I do not mean working in the garden, plucking a little bit here and there, and then you see, and you continue. Not that kind, right? Ich meine nicht, dass man mal ein Blättchen abzupft im Garten und dann wieder mal hinsteht, dann wieder mal was zupft und wieder hinsteht. Das ist keine Bewegungsübung. You have to see yourself, you have to feel sweat pouring down. Man sollte wirklich schwitzen. You have to feel your heart racing about 130 per minute. Herzschlagrate sollte sich auf 130 befinden. Then we call that exercise. Das nennen wir dann Bewegungsübung. We do not exercise, we do not sweat. There's something wrong with that exercise. Wenn wir nicht ins Schwitzen kommen, dann ist da etwas falsch mit diesen Bewegungsübungen. And it will not help lower down high blood pressure. Dann wird es nicht helfen, den hohen Blutdruck zu senken. When you exercise correctly. Wenn wir auf korrekte Weise Bewegungsübungen machen und regelmäßig damit sind, there are several hormones that will be triggered. Dann werden da verschiedene Hormone angeregt. The first one is endorphin. Das erste ist Endorphin. When you exercise within the space of about 20 to 30 minutes. Wenn wir ungefähr 20 bis 30 Minuten lang Bewegungsübungen machen, the brain will produce endorphin. Dann wird das Gehirn Endorphine produzieren. And if it happens that you are a stress type of person. Und wenn es gerade so ist, dass du eine Person bist, die sehr schnell gestresst wird, exercise is a good remedy. Dann sind Bewegungsübungen eine sehr gute Hilfe. High blood pressure. Gegen hohen Blutdruck. Okay. When you are under stress, the body produces cortisol. Wenn wir unter Stress stehen, dann produziert der Körper Cortisol. And the endorphin that is being produced while exercising counteract the negative effects of cortisol.
Und diese Endorphine, die produziert werden während unserer Bewegungsübungen, wirken dem Cortisol entgegen. And while exercising within 20 to 30 minutes, the thyroxine 4 from the thyroid gland will be produced. Indem wir Bewegungsübungen machen, ungefähr 20 bis 30 Minuten lang, wird das Hormon Thyroxin 4 in unserer Schilddrüse produziert. And if we have arteriosclerosis, und wenn wir Arteriosklerose haben, Thyroxin 4 can help melt some of this plaque in your arteries. Dieses Thyroxin 4 helfen, etwas vom Plaque, das sich in unseren Blutgefäßen angesammelt hat, wegzuschaffen. So also wenn ich an hohem Blutdruck leiden würde, dann würde ich Bewegungsübungen machen. Und wenn ich keinen hohen Blutdruck haben will, dann würde ich sowieso Bewegungsübungen machen. Now I suggest, I recommend that after meals, if you can do it, go out for a walk, at least 15 to 20 minutes, brisk walking. Ich empfehle, dass man nach jedem Spaziergang, nach jeder Mahlzeit auf einen Spaziergang gegangen wird, ungefähr 30 Minuten lang. What will that do? Was macht das? It will help the peristaltic movement of your stomach and the intestine to become stronger. Es wird helfen, dass diese peristaltischen Bewegungen in unserem Magen-Darm-Trakt stärker werden. It will also help you inhale more oxygen into your system, which is necessary for the digestion or metabolism of carbohydrate, fat and protein. Es wird uns genauso helfen, mehr Sauerstoff aufzunehmen, was sehr wichtig ist, um Fette, Kohlenhydrate und Proteine richtig verdauen zu können. You need to try it, to try this in order for you to understand the goodness of this. Ihr müsst es ausprobieren, um die Vorteile davon zu verstehen. Water drinking. Wasser trinken. How much water do you have in your blood? Wie viel Wasser haben wir in unserem Blut? That's right. Genau. A lot of medical scientists today, viele medizinische Wissenschaftler von heute, have agreed that the one of the fundamental or the underlying reason for hypertension is dehydration. Haben damit übereingestimmt, dass eines der grundlegenden Ursachen für hohen Blutdruck im Wassermangel zu finden ist. Sadly, more than 60% of the world population do not understand this. Traurigerweise ist es so, dass mehr als 60% der Weltbevölkerung dieses Prinzip nicht versteht. So that means it would be about 60% of those sitting in this room. Das heißt, dass es ungefähr 60% von den Zuhörern von heute Abend sein kann. You do not know that dehydration can cause hypertension. Also die meisten wissen nicht, dass Wassermangel zum hohen Blutdruck führen kann. Ladies and gentlemen, my strong recommendation to you is please drink water according to your body weight. Also ich möchte euch ganz stark ans Herz legen, dass ihr Wasser trinkt, so wie es das Körpergewicht verlangt. The formula is as following. Und zwar haben wir eine Wasserformel. 37 ml per kilogram for child and also for elderly above 65, from 65 above. Für Kinder und für ältere Personen, die über 65 Jahre alt sind, raten wir 37 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Children above 12. Kinder, die über dem 12. Lebensjahr stehen. All the way to 64. 50 ml per kilogram. Erwachsene bis 64 sollten 50 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht trinken. Okay, suppose we use this formula here. Sagen wir benutzen jetzt diese 50 ml Formel. If we have 80 kg. Sagen wir mal, du wiegst 80 kg. How much water do you need? Wie viel Wasser brauchst du dann? 4 Liter. Genau. Genau, 4 Liter. Good. Sehr gut.
viele Menschen sagen, oh, das ist doch zu viel Wasser. Aber nein, nein, das ist nicht so. Now, whenever you drink, if I have hypertension, I would add a lemon juice to every liter of water that I drink with a little bit of Himalayan salt. One whole lemon for serious cases. Also, wenn ich an hohem Blutdruck leiden würde und es schon sehr ernsthaft ist, dann würde ich auf jeden Liter Wasser den Saft von einer ganzen Zitrone hinzufügen und auch eine kleine Prise Himalaya-Salz. Remember, just a little bit of salt, not a lot. Aber denkt daran, nur ein kleines bisschen Himalaya-Salz, nicht zu viel. I remember when I was in Holland. Ich erinnere mich daran, als ich in Holland war. I was talking with a certain person in her 50s. Sprach ich mit einer gewissen Person, die in seinen 50er Jahren war. About this formula. Und da ging es um diese Formel. And when she heard that my recommendation put a little bit of salt in the water. Als sie meine Empfehlung gehört hat, dass ich rate, ein bisschen Salz dem Wasser zuzufügen. She has her eyes open wide. Dann bekam sie riesige Augen. And the jaw dropped. Und der Mund blieb offen stehen. Isn't that wrong? She said. Sagte sie, ist das nicht falsch? I mean, when you have, my doctor told me that you should avoid salt completely. Also, mein Arzt hat mir doch gesagt, dass ich Salz komplett vermeiden soll. Well, that's half of the story. Das ist auch nur die Hälfte der Geschichte. What kind of salt? Was für ein Salz? Okay, if you ask me, I said avoid refined salt completely. Wenn ihr mich fragt, dann würde ich sagen, vermeidet raffiniertes Salz komplett. It's 92% sodium anyway. Es besteht zu 92% aus Natrium. And sodium can cause you to lose nitric oxide. Natrium führt dazu, dass unser Körper Nitratoxid verliert. And it also has diuretic effect. Und es wirkt genauso theoretisch. Okay, so I recommend them to use Himalayan salt because it contains more than 84 trace minerals in it. Also ich empfehle Himalaya Salz, weil es mehr als 84 verschiedene Mineralien enthält. Okay, there are other brand of good salt, but Himalayan salt is one that I personally use and I found to be very beneficial. Es gibt natürlich auch noch andere Salzarten, die auch gut sind, aber in meiner Praxis benutze ich sehr gerne Himalaya-Salz und habe sehr gute Resultate. You may ask, why do we add salt in the water? Dann mögt ihr euch die Frage stellen, warum muss denn dem Wasser Salz zugefügt werden? It will help the osmosis processes. Es wird den osmotischen Prozessen im Körper Unterstützung leisten. In short, that's how I explain it. Also das ist ganz kurz gesagt. Now, this woman in Holland tried this formula. Diese eine Dame in Holland hat diese Formel ausprobiert. About 3 days later, ungefähr 3 Tage später, she said, I'd like to share in the class, because at that time I was giving a seminar similar to this. Da kam sie nach vorne und sie fragte, ob sie ein Zeugnis vor der Klasse erzählen darf, weil zu jener Zeit haben wir gerade in Holland unterrichtet. And she said that she has been suffering from cramps. Und sie sagte, dass sie so an Krämpfen gelitten hat. And arrhythmia and of course hypertension. Und eine Herzarrhythmie und eben an zu hohem Blutdruck. After 3 days on using this formula. Nach 3 Tagen, nachdem sie diese Formel treu angewendet hat, all the crampings went away. Sind all diese Krämpfe weggegangen. Her blood pressure was stabilized. Ihr Blutdruck wurde stabilisiert. Now this is what she said in public. Und das ist das, was sie vor den Studenten gesagt hat. I found that amazing. Und das fand ich sehr erstaunlich. Okay, so let's move on. When someone is having high blood pressure, wenn jemand zu hohem Blutdruck hat, they need to know the effect of the
Wasser trinkt. Okay, the blood, red blood cells, they congregate and they stick to each other like this. Dann werden die roten Blutkörperchen sich aneinander festkleben. Okay, in fact it's like so. It looks like worms. Schauen dann aus wie so Würmer. Okay, but after drinking water, 30 minutes later, wenn man das Blut anschaut, 30 Minuten nachdem Wasser getrunken wurde, the red blood cells separate itself. Dann wird dieses Blut so ausschauen wie rechts auf dem Bild. Die Blutkörperchen trennen sich. They're no longer sticking to each other. Sie kleben nicht mehr so aneinander fest. Now, imagine what, how it would be if someone do not drink enough water and the blood red blood cells is constantly like in this condition. Stellt euch vor, jemand trinkt nicht genügend Wasser und die roten Blutkörperchen sind ständig in so einem Zustand wie links auf dem Bild. This, of course, this will cause hypertension. Dann wird das natürlich zu hohem Blutdruck führen. Is that making sense? Ist das gut verständlich? By the way, your blood is 92% water. Unser Blut besteht ja zu 92% aus Wasser. If I have hypertension, I go under the sun. Wenn ich an hohem Blutdruck leiden würde, dann würde ich unter die Sonne gehen. Of course, I will go out there with my water. Natürlich will ich mit meinem Wasser nach draußen gehen. Why? Warum? Sunlight can, the, especially the UV of the sunlight, can trigger production of vitamin D constitutional in my body. Weil die UV-Strahlen des Sonnenlichtes das Vitamin D Calcitrion in meinem Körper zur Bildung anregen kann. And the vitamin D can, will also inhibit the certain hormone called renin-angiotensin. Vitamin D wird genauso ein gewisses Hormon hindern, das heißt renin-angiotensin. This hormone can cause the blood vessels to constrict. Dieses eine Hormon führt dazu, dass die Blutgefäße sich zusammenziehen. But if you have enough vitamin D, it will cause the hormone to not able to constrict the blood vessel. Wenn wir genügend Vitamin D haben, dann wird diesem Renin-Angiotensin nicht erlaubt, unsere Blutgefäße zusammenzuziehen. If I have high blood pressure, I will not touch any of these food articles. Wenn ich an hohem Blutdruck leiden würde, dann würde ich gar nichts von diesen Nahrungsmitteln berühren. No smoking. Kein Rauchen. Okay, this smoking can produce free radicals. Rauchen kann freie Radikale produzieren. Fatty food also produces free radicals. Fettige Nahrung produziert genauso freie Radikale. Meat also contains free radicals. Fleisch enthält freie Radikale. And the high protein in there, in the meat. Das hohe Protein, das sich im Fleisch befindet, is hard for the body to digest. Das ist sehr schwer für den Körper zu verdauen. And it can increase urea. Und es kann den Harnsäurespiegel erhöhen. And the urea can produce free radicals. Und Harnsäure kann freie Radikale produzieren. White sugar can also produce free radicals. Weißer Zucker kann auch freie Radikale produzieren. And as I said earlier, white salt can also cause can also inhibit nitric oxide. Und wie ich schon erwähnt habe, kann raffiniertes Salz genauso Nitratoxide in ihrer Funktion schwächen. These sodas here contain a lot of sugar, therefore it produces free radicals. Limonaden enthalten viel Zucker, deshalb, kurz gesagt, produzieren sie freie Radikale. And even if you are using a brown sugar and a raw honey, but if you use it too much, it will also produce free radicals. Auch wenn Rohrzucker benutzt wird und frischer Honig, wenn es aber im Übermaß benutzt wird, kann es genauso freie Radikale produzieren. Coffee can cause you to lose water. Kaffee kann dazu führen, dass wir Wasser verlieren. Or because of the caffeine. Wegen dem Koffein. And any beverage that contains caffeine will do the same. Und jegliche Getränke, die Koffein enthalten, machen dasselbe. Okay, and alcohol can cause you to lose a lot of water. Alkohol führt dazu, dass wir viel Wasser verlieren. Okay, and
you are under such condition, you will provoke or you will make your hypertension worse. Und mit solchen Dingen wird man den hohen Blutdruck nur verschlimmern. Okay, now, it has been found and it has been proven scientifically that one of the underlying cause for high blood pressure is free radicals. Es wurde wissenschaftlich erforscht, dass eines der Hauptursachen für hohen Blutdruck bei den freien Radikalen liegt. Okay, now, how does it work? Wie funktioniert das? The free radicals attack the nitric oxide. Freie Radikale greifen Nitratoxide an. The nitric oxide is a messenger molecule. Diese Nitratoxide sind Botschaftermoleküle. That will help. That helps the tissues of the blood vessels to relax. And be flexible. Die den Blutgefäß wenden, also den Gewebe in den Blutgefäß wenden, helfen, sich zu entspannen und flexibel zu sein. And thus the blood vessels will remain dilated or open. Und somit bleiben die Blutgefäße geöffnet. You understand that? Ist das gut verständlich? But when you have too high free radicals due to eating all of the food articles that I said, which is bad for you. Aber wenn wir zu viele freie Radikale in unserem Körper haben, weil wir all diese Dinge konsumieren, die ich vorhin erwähnt habe, dann werden die freien Radikale beginnen, diese Nitratoxide anzugreifen. And when the nitric oxide has been attacked, that will cause the blood vessels to constrict. Und wenn die Nitratoxide angegriffen werden, dann führt das dazu, dass diese Blutgefäße sich zusammenziehen. Is that clear? Ist das klar und gut verständlich? Understandable, yeah. Moving on. Gehen wir weiter. Okay, free radicals is this. It's an atom that has lost one electron. Ein freies Radikal ist ein Atom, das eines seiner Elektronen verloren hat. And it's usually from the hydrogen atom. Normalerweise handelt es sich um ein Wasserstoffatom. And for this hydrogen atom to become stable, it requires another electron. Und damit ein Wasserstoffatom stabil bleiben kann, braucht es ein zweites Elektron. Okay, so it goes around stealing electrons from your cell. Also dieses freie Radikal zieht im Körper umher und sucht nach einer Möglichkeit, so ein Elektron zu stehlen. And one of the most vulnerable place for the free radicals is the walls of your blood vessels or the arteries. Eines der Orte, die freien Radikalen lieben, sind die Blutgefäßwände. I will talk a bit more about that later. Darauf werde ich später zu sprechen kommen. But right now, I would like to show you the secondary causes of high blood pressure. Jetzt möchte ich zu den sekundären Ursachen für hohen Blutdruck zu sprechen kommen. If you have any kidney problems, Nierenprobleme zum Beispiel, or disorder of your adrenal glands, oder durcheinander geratene Nebennieren, or that you have a pheochromocytoma tumor, oder Pheochromocytoma, das ist eine Art von Tumor. Okay, you will have this hypertension as well. Der sich im Nierenbereich befindet, in so einem Fall werden wir genauso hohen Blutdruck entwickeln. If there is plaque obstructing the blood vessels that goes to the kidneys, you will also have high blood pressure. Wenn Plaque die Blutgefäßwände belagern, die zu den Nieren führen, dann wird das genauso zu hohem Blutdruck führen. A person that suffers from Cushing syndrome also has hypertension. Eine Person, die am Cushing-Syndrom leidet, wird genauso hohen Blutdruck bekommen. Cushing syndrome is an adrenal
had real problems. Dieses Cushing-Syndrom wird auf Nebennieren, Drüsen, Nieren zurückgeführt. If you have excessive, especially for those who are diabetic, if you are using a lot of insulin, bei Diabetikern, wenn viel Insulin benutzt wird, this can also cause hypertension. Kann das genauso zu hohem Blutdruck führen. That is why most people who are diabetic, they also suffer from hypertension. Deshalb ist es so, dass die meisten Menschen, die an Diabetes leiden, genauso zu hohem Blutdruck entwickeln. So I envision that if there is any obstruction or any problem with the kidneys, you will have hypertension as well. Also ich habe schon erwähnt, wenn es irgendwelche Stauungen im Nierenbereich gibt, dann führt das genauso zu hohem Blutdruck. Okay, now what is causing this problem in the kidneys? Aber was führt zu diesen Problemen in den Nieren? It is the free radicals that is attacking the kidneys. Es sind die freien Radikalen, die Nieren angreifen. Which comes from the lot of meat, smoking. Was von viel Fleisch herstammt, von Rauchen. Using too much sugar. Von hohem Zuckerkonsum. Okay. And this is an article here, two articles, this and the other one, is proving that yes, free radicals attack the kidneys, which can cause hypertension. Wir haben hier zwei Artikel, die zeigen, dass freie Radikale die Nieren angreifen können und somit zu hohem Blutdruck führen. Okay, now here is another explanation on how the free radicals attack the blood vessels. Hier kommen wir zu weiteren Erklärungen, wie die freien Radikalen die Blutgefäße angreifen können. What is causing the plaque to develop here? Was führt zur Plaque-Entwicklung? Ganz this, oben links sehen wir das. This area here is actually this here on the heart. Also, hier sehen wir ein Herzkranzgefäß. Okay, what is causing this? Was führt zu dieser Plaque-Entwicklung? What is causing these red blood cells to clump up like this? Was führt dazu, dass diese roten Blutkörperchen rechts oben sich verklumpen? What is causing the plaque to develop in the blood vessels like so? Was führt dazu, dass diese Plaque sich so festklebt unten links und drüben? Which narrows the blood passage? Was die Blutpassagewege verengt? What is causing that? Was ist da die Ursache? Okay, here's how it happens. Also, so funktioniert es. Remember the free radicals. Denkt an die freien Radikalen. The free radicals, if you have in a person who is obese and have a high cholesterol. Eine Person, die fettleibig ist und einen hohen Cholesterinspiegel hat. There's a lot of fat molecules floating around in your blood. Gibt es viele Fettmoleküle, die im Blut umherschwimmen. And free radicals start attacking this LDL, all these fat molecules. Freie Moleküle beginnen diese freie Radikale, Entschuldigung, beginnen diese Fettmoleküle anzugreifen. Which causes these fat molecules to become stickier. Was dann dazu führt, dass diese Fettmoleküle noch klebriger werden, so wie Laing. Okay, and at the same time the free radicals attack the wall of the blood vessels. Und zur selben Zeit greifen die freien Radikale die Blutgefäßwände an. Causing the tissue and the wall to become rigid. Was dann dazu führt, dass die Blutgefäßwände rissig werden. And when it becomes hardened and eventually becomes hard. Und wenn sie dann einhärten. And under certain circumstances, when the heart needs to push more power or more blood through these blood arteries or blood vessels. Und unter solchen Umständen muss dann das Herz mehr Kraft einsetzen, um das Blut durch die Blutgefäße durchpumpen zu können. What happened? Was geschieht dann? It causes a crack. Es macht einen Riss. Do you understand that? Ist das verständlich? And through this crack, und durch diese Risse, these
fatted has been attacked by free radicals will go through this cracks. Werden diese Fette, die von den freien Radikalen angegriffen worden sind, durchpassieren. And then bacteria follows this, will also enter into this crack and starts to cause infection in them. Bakterien werden diesen Fetten folgen hinterher und dann wird es sich wird es zu einem Infekt kommen. And over a period of time, it will swell and it causes the passage, the free passage of the blood vessel to become narrow. Und über eine gewisse Zeit hinweg wird dieser Bereich anschwellen und dazu führen, dass die Blutpassagewege sich verengen. Okay, now, and this is how it looks. Und so schaut es dann aus. In the real blood vessel, I mean in the when the blood vessel is dissected or cut. So schaut es aus, wenn wir ein Blutgefäß aufeinander schneiden würden. Okay, now, the free radicals also attacks the red blood cells. Die freien Radikalen greifen genauso unsere roten Blutkörperchen an. Here is the healthy blood. Hier haben wir ein gesundes Blut. Here is the blood that has been attacked by free radicals. Und so schauen Blutkörperchen aus, die von freien Radikalen angegriffen werden. And this free radicals is coming from the food, the wrong food, like this ice cream and the cheese and so on and so forth. Diese freien Radikalen, wissen wir, kommen von diesen falschen oder Nahrungsmitteln, die nicht gut sind, wie Eis und viele süße Naschereien. Someone who eats a lot of fat and a lot of protein will have a blood quality that looks like this. Jemand, der viel Fett und viele Proteine konsumiert, wird so ein Blutbild haben. This also causes hypertension. Das führt genauso zu hohem Blutdruck. Someone who drinks a lot of sugar and eat a lot of sugar will also have this type of blood. Jemand, der viel Zucker konsumiert, wird so ein Blutbild haben. Okay. Also can cause high blood pressure. Das kann genauso zu hohem Blutdruck führen. Someone who eats a lot of fat and using a lot of milk will have this type of blood quality. Jemand, der viele Fette konsumiert und viel Milch benutzt, wird so ein Blutbild haben. Or even cheese. Oder jemand, der viel Käse isst. This condition is not helpful with high blood pressure. So ein Blutbild ist gar nicht hilfreich bei hohem Blutdruck. So I discourage anyone who would come to us for help for their high blood pressure to drink dairy product. Also ich möchte jeden entmutigen, der zu uns kommt wegen hohem Blutdruck, Milchprodukte zu trinken, zu konsumieren. Because it contains high in protein. Weil Milchprodukte enthalten viele Proteine. Which will become urea. Die sich in Harnsäure umwandeln in unserem Körper. And when it ferments, it will produce free radicals. Und wenn sie fermentieren, dann werden freie Radikale produziert. And if you have hypertension, it will not be helpful. Und wenn man hohen Blutdruck hat, dann wird das nicht sehr hilfreich sein. Now, do not eat between meals if you have hypertension. Bitte esst nicht zwischen den Mahlzeiten, wenn ihr an hohem Blutdruck leidet. This habit must be stopped immediately. Diese Gewohnheit muss sofort gestoppt werden. You know, some people they like to eat a little bit of bread, and a few minutes later, a few hours later, they eat a little bit of nuts. Die naschen gerne hier ein bisschen Brot und nur ein klein wenig später ein paar Nüsschen. In short, this habit causes fermentation. Kurz gesagt, diese Gewohnheit führt zu Fermentation. And it will produce free radicals. Und es wird freie Radikale produzieren. And it will not be helpful for your hypertension condition. Und es wird nicht sehr hilfreich sein im Fall von hohem Blutdruck. Deep breathing helps you to
get the oxygen into your system. Gute Atmungsübungen helfen, den Sauerstoffgehalt im Körper aufzubauen. Do your deep breathing out in the nature. Geht nach draußen in die Natur. In the nature, it produces this negative ion, oxygen. In der Natur werden negative Ionen produziert. And this negative ion also has an antioxidant effect. Diese negativen Ionen wirken antioxidantisch. Meaning that it will actually fight against free radicals. Das bedeutet, dass sie fähig sind, gegen freie Radikale zu kämpfen. All right, go into the nature. Also geht in die Natur. If I have hypertension, I'll go into the nature. Wenn ich an hohem Blutdruck leiden würde, dann würde ich dann wirklich rausgehen. It has been proven scientifically that it helps lower down blood pressure. Es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass es hilft, hohen Blutdruck zu senken. Now, if you have high blood pressure, it is a must for you to go to bed early. Wenn du an hohem Blutdruck leidest, dann ist es ein absolutes Muss, früh schlafen zu gehen. At least by 10 o'clock at night. Spätestens um 22 Uhr abends. Because this is the time when the body produces the most melatonin. Weil das ist die Zeit, wenn der Körper am meisten Melatonin produzieren kann. A research has been done that those who sleep early will experience the high blood pressure going down. Eine Forschung wurde gemacht bei den einen, die hohen Blutdruck haben und begonnen haben, früh schlafen zu gehen. Die hatten eine Erniedrigung oder Senkung des Blutdrucks erfahren. This study was done by the Columbia University in New York. Diese Studie wurde von der Universität Columbia in New York durchgeführt. If I were you, I had blood pressure, I would sleep early. Wenn ich du wäre und an hohem Blutdruck leiden würde, dann würde ich früh schlafen. Learn to sleep like these babies. Lernt zu schlafen wie diese Babys. Now, if you have problems sleeping, wenn ihr Schlafprobleme habt, of course you need to also address that. Dann muss man da natürlich etwas dagegen unternehmen. Okay. Now, What about trusting in God? Wie steht's dann mit Vertrauen in Gott? Can that help lower that blood pressure? Kann das helfen, den hohen Blutdruck zu senken? There has been a study done in America. Es wurde in Amerika eine Studie durchgeführt. That those that exercise faith and those who believe God. Und hat gezeigt, dass die einen, die Glauben ausüben. They found that in your brain a more production of the encephalin hormone. Eine höhere Produktion an den Hormonen, die man Enkephaline nennt, stattfindet. When someone is under stress, they produce cortisol. Wenn jemand unter Stress steht, dann produziert der Körper Cortisol, das ist dieses Stresshormon. And this cortisol hormone inhibits the function of the nitric oxide, which helps the blood vessels to be dilated. Und dieses Stresshormon Cortisol verhindert die Funktion des Nitratoxid, was diese Blutgefäße imstande ist, offen zu halten. But when someone chooses to believe God and chooses to sing and pray to God, aber wenn jemand sich entscheidet, Gott zu glauben, zu singen und zu Gott zu beten, the encephalin hormone is being produced and it counteracts the negative effects of cortisol. Dann werden Enkephalin-Hormone produziert, die gegen die negativen Wirkungen des Cortisols wirken. And since I'm a Christian, I'm happy to hear about this. Und weil ich ein Christ bin, freue ich mich sehr über diese Forschung. It gives me more reason to trust and to believe and to depend on God. Es gibt mir noch mehr Grund zu vertrauen, zu glauben und mich auf Gott zu verlassen. Not only I can receive the spiritual benefit, but I also experience a physical benefit. Kann ich nur geistliche Stärkung empfangen, sondern auch eine körperliche Stärkung. All right, I have covered a lot, so let me hear your question. Ich habe jetzt viel erzählt, jetzt möchte ich gerne eure Fragen entgegennehmen. I hope that the presentation has been clear and simple enough for you to understand. Ich hoffe, dass der Vortrag heute Abend klar und einfach genug zu verstehen war. Okay, your questions, please. Also, die alle die Fragen haben.
dürfen Sie jetzt stellen. Is one out there? Good evening. Could you have two questions? Where to get the blaze out? Okay. Okay. And secondly, could you please say this speak in German? Yes, I do. Okay, speak in German to the patient. The Himalayan Salz kaufen? Yeah, I can. You can actually you can communicate with us. We can tell you where to get it. Okay. Secondly, you can also get it from the Reform Shop. Also, man kann es im Reformhaus bekommen. Okay. Das ist gesagt worden, dass Schwarze they're prone to have hypertension. Why is this? In the tropics, viele Leute in der Tropik, die benutzen Salz. Ob das in Meersalz, weil man morgens etwas Meerswasser trinke, oder weil man zu viel schwitzt. Das ist auch ein Ausschwemmungseffekt. Warum ist das so? Haben Sie irgendwie Erfahrung da? Also dass dunkelhäutige Menschen eher die Neigung haben, Blutdruck zu haben. Yeah, okay. Right. Okay, simply put, it is because of the pigmentation. Also, es ist auf die Pigmentierung zurückzuführen. You absorb more of the UV. Die dunkelhäutigen Menschen absorbieren mehr von den UV-Strahlen. And it creates a heat, even higher. Es kreiert höhere Hitze im Blut. And that causes you to lose water. Das führt dazu, dass dunkelhäutige Menschen mehr Wasser verlieren. Either in the steam form or in the perspiration. Entweder in der Form von Dampf oder Schweiß. And therefore, when the water level drops, the salt level increases. Deshalb, wenn der Wasserspiegel sinkt, dann steigt der Salzspiegel im Körper. And therefore you have these problems. Und dann kommt es schon öfter zu hohem Blutdruck. Okay. Right? Wenn man die Himalaya-Salz benutzt zum Backen und Kochen, ist das schon okay oder beschädigt das? Und das ist interessiert nicht immer, weil nur zwei Produkte muss haben.
Lebensmitteln, Honig und Akribik. Und dann hat er aber ganz lebendig war und stark. In dieser Zeit, wenn wir essen nur auch Honig und Akribik, ja, bitte. Okay, good question. Es ist eine gute Frage. What is that to do with the hypertension? Was hat das jetzt mit hohem Blutdruck zu tun? Weil das ist auch die Lebensmittel. Aber er kann jetzt nur zwei Lebensmittel. Honig und aha, okay. Understand? Ich verstehe. Alright, the Bible also says that when they talk, when God said, promised to the Israelites, you will go to a land of milk and honey. No, no, please. The Bible also says that God promised to the Israelites. Die Bibel sagt auch, dass Gott den Israeliten versprochen hat. That you will go to a land filled with milk and honey. Dass sie in ein Land gehen werden, das gefüllt ist mit Milch und Honig. Does that mean that Canaan only has milk and honey? Bedeutet das dann, dass Canaan nur Milch und Honig hatte? Nein. Yes or no? Ja oder nein? Nein. Well, the Bible also says that the 10 spies went into Canaan and they took with them huge. Die Bibel sagte auch, dass die 10 Spionen, kann man sagen, nach Kanaan gingen und riesen Trauben mit sich zurücktrugen. That means that when the Bible says that the land of Canaan is filled with milk and honey, it is actually a language of prosperity. Also es bedeutet, wenn die Bibel zum Beispiel nur Milch und Honig erwähnt, dann geht es um Prosperität, um Wohlstand. So when the Bible speaks about the diet of John, also wenn die Bibel über die Ernährung von Johannes, dem Täufer, spricht, that only that he only eat honey and locusts, dass er nur Honig und Johannes, wie heißt es? Heuschrecken, ja. Okay, now the locust can be interpreted in a Greek word. Also im griechischen Wurzelwort. It can be the locust that jumps around. Kann man insect. Heuschrecken verstehen, die eine, die umher springen. But it can also be a type of pods like carob. Oder es kann genauso Karob darstellen, diese Karobschoten. Okay, so this word, in reference to the diet of John, milk and locusts symbolizes the simplicity of his diet. Also, wenn nur diese beiden Dinge erwähnt werden, dass Johannes diese Heuschrecken gegessen hat und das andere, dann sollte das die Einfachheit seiner Ernährung darstellen. Similar principle to the land of milk and honey. Das voll mit Milch und Honig ist. Ich hoffe, diese Antwort war hilfreich. Was ist in Englisch oder in German? In German, yeah. Okay. Thioxin, Kran, cardiovascular diseases verhindern. Aha, also kann Thioxin Herzgefäßerkrankungen verhindern? Sie haben geschrieben, Thioxin kann kardiovaskuläre Arteriosklerose verhindern. Wie ist das, wenn man eine verminderte Funktion von dieser Blase? Okay. They will also have problem with their blood pressure. Also, ja, es ist so, dass normalerweise, wenn jemand mit der Schilddrüse Probleme hat, dann wird diese Person auch Probleme haben mit dem Blutdruck. Usually in this case they have hypo. In diesem Fall kommt es dann normalerweise zu einem niedrigen Blutdruck. Yes, sir. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar hast du gesagt,
früh schlafen gehen. Das würde den Blutdruck dann gut tun oder auf einen Level bringen, der annehmbar ist. Wie ist es denn, dass jeden Morgen, also oder überhaupt morgens, die Menschen der Blutdruck höher ist? Sollen wir da in der Nacht eine Stunde Rad fahren, um das zu bewegen oder wie? Ich verstehe das nicht ganz. Okay, I understand the question. Also ich verstehe deine Frage. Some people actually does that. Some people actually get up and do cycling. Es gibt Menschen, die aufstehen und Fahrrad fahren gehen. I've seen it. Ich habe es auch schon gesehen. Okay, but I don't recommend it. Aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. The best is. Das Beste ist. Drink water. Genügend Wasser trinken. Okay, and also it depends on what type of problem that had caused this hypertension. Und dann kommt es auch auf die Ursache drauf an, was zu diesem hohen Blutdruck führt. Usually those that have diabetes or those that have kidney problems, they have higher blood pressure in the morning. Normalerweise ist es bei den einen so, die Nierenprobleme haben oder die Diabetes haben, dass sie am Morgen einen höheren Blutdruck aufweisen. Okay, so I still recommend that such person. Ich empfehle trotzdem, dass so eine Person. Before going to bed, during the day, they need to drink a lot of water according to their body. Im Verlauf des Tages viel Wasser trinken, so wie es das Körpergewicht verlangt. Okay, so that while they're sleeping, not only the kidneys are being held, but the blood quality will be maintained well till the morning. Während sie schlafen, nicht nur der Nierenfunktion geholfen wird, sondern auch der Blutdruck gut aufrechterhalten werden kann, bis zum frühen Morgen. Is that helpful? Noch eine Frage. Okay. Und zwar, wir Menschen sind ja unterschiedlich. Und manche können sich aufregen, ohne ein Wort zu sagen. Und haben sich nicht in der Gabe. Der Blutdruck geht am Tag mehrmals rauf und runter. Je nachdem, sie in welche Situation er kommt. Wie kann man das regulieren? Gibt es da ein Training oder soll man da eine Tablette reinschieben? Ja. 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 The main, the answer, the foundational point that needed to be addressed in such person is that she or he must obey all of the eight laws of health. Also grundlegend geht es immer darum, dass all den acht Gesundheitsgesetzen gefolgt werden. Usually when that is when the eight laws of health are obeyed. Weil normalerweise, wenn die acht Gesundheitsgesetze befolgt werden, this high blood, this pressure up and down, going up and down, will be stabilized. Werden sich diese auf und ab stabilisieren. I know you have more questions, but ich weiß, ihr habt noch viele Fragen. Okay, one more question. Yes, please. This is the last one. Letzte. And next time, later you can come and talk with us first. Ihr dürft aber später noch auf uns persönlich zukommen. Bitte. Noch eine Frage. Viele Ärzte sagen, dass es mit älteren Zeit, ja, das bedeutet, wenn 50 oder mehr haben wir, und dann, die Sportler sagen auch, wenn wir trinken viel Wasser, dann gibt es einen Kalziumverlust in unserem Körper. Was muss Menschen tun für diese Sache? Weil ich genau das ist so, ich habe zu viel Wasser trinke, ja. Aber wenn ich esse nicht Kalzium, dann meine Knochen ist ganz schwach, muss ich sagen, ja. Okay, alright. Now, it all depends. Now, this is where the complexity comes. Also, da kommt die Komplexität. And as you said, different people are different. I mean, have different constitution. Also verschiedene Menschen haben eine andere Konstitution. But if everyone sitting in this room, no matter how
verschieden wir sind. Obey the eight laws of health. Erneut gesagt, den acht Gesundheitsgesetzen falsch. Strictly. Ganz streng. Then that problem that you have mentioned should not occur as frequent. Sollte dieses Problem, das du erwähnt hast, nicht so oft vorkommen. Now to answer your question, what should be done? Um deine Frage zu beantworten, was jetzt spezifisch getan werden kann. Correct eating pattern. Da muss das Essverhalten korrigiert werden. We are not going to blame the water. Wir werden das Wasser nicht beschuldigen. Because water is one of the law. It has to be there. Wasser ist eines der Gesetze. Das muss da sein. Das braucht der Körper. The reason why you're losing minerals is because you do not get it enough from your food. Der Grund, warum du Mineralien verlierst, ist, weil du es nicht genügend von deinen Nahrungsmitteln bekommst. And make sure that your hydrochloric acid is strong. Und man muss sicherstellen, dass die Magensäure stark ist. And one of the ways to ensure that the hydrochloric acid is strong is for you not to take any refined sugar. Eines der Wege, um sicherzustellen, dass wir eine starke Magensäure haben, liegt darin, keinen raffinierten Zucker zu benutzen. And you can also eat food, some horseradish to increase the hydrochloric acid. Du kannst zum Beispiel Meerrettich essen, um die Magensäure zu stärken. Alright, those of you who would like to ask your question, please come and talk with us, okay? Also die einen, die noch Fragen haben dürfen, gerne persönlich auf uns zukommen. I said that melatonin it is produced in abundance between 9 and 10, so I will need to send you home as quick as possible. Also, we have erwähnt, dass es Melatonin between 9 to 12. Ich habe erwähnt, dass das Melatonin zwischen 9 Uhr abends bis 12 Uhr Mitternacht am meisten produziert wird, also wir müssen euch nach Hause gehen lassen. Okay, so before we end, let's bow our heads for prayer. Bevor wir jetzt aber abschließen, lasst uns noch unser Haupt zum Gebet neigen. Thank you, Heavenly Father, for blessing tonight's presentation. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du den Vortrag von heute Abend gesehen hast. I ask that the Holy Spirit will continue to be with us. Ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist weiterhin bei uns ist. And please protect my friends as they drive home. Und bitte beschütze jeden Einzelnen auf dem Heimweg. I ask this in the name of Jesus. Und dies bitte ich dich im Namen Jesu. The true healer. Der eine, der wirklich heilen kann. Amen. Amen.